Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Die Insider des Tages. Ja, es sind nicht nur die Insider des Tages, es sind auch die Kampfhähne des Tages. Zwei besonders pointierte Gäste, die ich als erstes bei Zellner live heute begrüßen darf. Zu meiner Linken der Präsident der Ärztekammer, Professor Seckerisch. Danke fürs Kommen. Sie sind ja fast ein Held in diesen Tagen, weil Sie sind derjenige, der gegen alle Wetten dieses Anti-Raucher-Volksbegehren mit der Ärztekammer gestartet hat. Da hat jeder gesagt, naja, was bringt's? Mittlerweile sind wir bei wie vielen Unterschriften, Herr Präsident? Wir waren heute bei 430.000 Unterstützungserklärungen. Wir machen das gemeinsam mit der Krebshilfe. Die waren die Ersten, die das nun... Waren ja auch schon mehrfach bei uns zu Gast, ja? Richtig. Mhm. Don't Smoke Volksbegehren bzw. eine Petition gestartet haben. Und der Ursprung liegt in einem sehr traurigen Fall. Ein bekannter Journalist ist vor einigen Jahren verstorben an Lungenkrebs. Und er hat diese Initiative eigentlich gestartet, Don't Smoke gestartet. Und Sie hatten die Idee oder die Initialzündung, daraus ein Volksbegehren zu machen? Am Anfang für Skepsis, ob das überhaupt geht, ob Sie das zusammenbringen werden. 8.700 Unterschriften hätten Sie in dieser ersten Eintragungsphase zusammenbringen müssen. Mittlerweile halten Sie bei wie viel jetzt genau? 430.000. 430.000 nach einer Woche, muss man dazu sagen. Zwei Wochen, etwas mehr als zwei Wochen. Aber es war überraschend, dass so viele Menschen unterschreiben, obwohl es nicht ganz einfach ist zu unterschreiben. Man muss ans magistratische Bezirksamt gehen oder ans Gemeindeamt oder hat die Möglichkeit via Bürgerkarte oder Handysignatur zu unterschreiben. Und jetzt wird natürlich jeder wissen, Herr Präsident, wie lange läuft das noch? Wie lange kann man noch unterschreiben? Wir werden am 4. April das Volksbegehren beantragen. Das heißt, bis dahin kann man Unterstützungserklärungen also abgeben. Also bis Ostern läuft es praktisch, bis zum Montag. Ja, und dann wird der Innenminister eine Woche definieren innerhalb des nächsten halben Jahres, wo man das Volksbegehren unterschreiben kann. Innerhalb dieser Woche kann man dann die Unterschriften abgeben. Und Sie abgeben. Hätten gern, dass das noch vor Sommer ist, wenn ich richtig informiert bin? Ja, im Sommer ist es vielleicht nicht so günstig. Also Juni wäre Ihr Wunschtermin, nicht, wenn Sie es sich aussuchen können? Wenn es sich ausgeht, ja. Und dann geht es ja erst richtig los, weil das ist dann diese berühmte Eintragungswoche mit dem ganzen medialen Theater und was dazugehört. Und wenn Sie bis dorthin schon 500.000 Unterschriften haben, dann sollte man annehmen, dass ja mindestens noch einmal 1 Million dazukommt. Wir werden sehen, wie viele Menschen unterschreiben. Wir waren überrascht, dass in der kurzen Zeit so viele Österreicherinnen und Österreicher hier unterschrieben haben. Und wir denken, dass das Ansinnen, ein Rauchverbot in der Gastronomie durchzusetzen, eines ist, dass der Gesundheit der Menschen förderlich ist. Wir wissen das aus dem Ausland. Zum Beispiel ist die Häufigkeit an Herzinfarkten zu erkranken relativ bald nach Einführung eines Rauchverbots in Italien gesunken. Über auch die Krebshäufigkeit sinkt. Da haben wir jemanden, der das ganz anders sieht. Das ist der Gerald Gross, früher einer der wortgewaltigsten Parlamentarier im Land, als BZÖ-Mandatar da. Und heute der wortgewaltigste Blogger, könnte man sagen. Sie bloggern ja wie Tom Turbo, nahezu. Ein Blog jagt den anderen. Und in letzter Zeit bloggen Sie sehr engagiert, fast könnte man sagen zornig, gegen dieses Anti-Raucher-Volksbegehren. Das geht Ihnen fürchterlich auf den Wecker. Naja, Herr Präsident, zeigen Sie mir Ihre Freunde und ich sage Ihnen, wer Sie sind. Wenn jetzt neuerdings sich alle in Österreich der direkten Demokratie so verschreiben, wie zum Beispiel Erwin Bröll oder Michael Häupl, die unterschrieben haben, im Übrigen zwei, die direkte Demokratie gefürchtet haben, wie der Teufel das Weihwasser, Zeit ihres politischen Lebens, oder der Bundespräsident Van der Bellen Sympathien hegt, weil man kann ja vor die Hofburg hinaus, ins Freie gehen, um zu rauchen, und jeder weiß, dass er der einzige, der höchste Repräsentant Österreichs ist, der in einem öffentlichen Gebäude, nämlich die Hofburg, jeden Tag einnebelt, das weiße Rauch aufsteigt, dann muss ich Ihnen sagen, dann ist natürlich dieses Volksbegehren an Heuchelei nicht zu überbieten. Ich respektiere jede einzelne dieser Unterschriften. Mehr als 430.000 sind bereits eingelangt. Hoher Respekt vor jeder einzelnen Unterschrift. Das sind ca. 7% der Wahlberechtigten, nur um ein wenig die demokratischen Mehrheiten in dem Land wiederherzustellen, bei 6,4 Millionen Wahlberechtigten. Aber ich sage, ich habe
Zeit meines politischen Lebens kein einziges Mal so ein Volksbegehren erlebt, das von den Medien, allen voran vom ORF bis aus meinem Heimatbundesland, von der Kleinen Zeitung, von allen Medien in diesem Land so promotet wird und die Menschen ja regelrecht gezwungen werden, dieses Rauchverbots-Volksbegehren zu unterschreiben. Sie sagen, es ist die Stunde der Heuchler, hat geschlagen, und damit meinen Sie auch den Herrn Ärztekammerpräsidenten, weil der hat ja letztendlich auch durch meine Zeitung Asche auf mein Haupt sozusagen ein Foto gesehen, da stand er vor einer Wiener Innenstadtbar und hat eine Zigarette geraucht. Also auch Sie, Herr Ärztekammerpräsident, sind ja offenbar Raucher. Ich kämpfe gegen die Sucht. Wie kam es denn zu diesem Foto? Ich kämpfe gegen die Sucht und versuche so wenig wie möglich zu rauchen und hoffe, dass es für niemanden ein Vorbild ist, insbesondere nicht für junge Menschen. Und ich hoffe, dass niemand anfängt zu rauchen, nur weil er mich mit einer Zigarette abgebildet gesehen hat. Aber Sie sind Raucher. Ich versuche davon wegzukommen, ja. Das heißt, Sie sind Arzt, der noch dem Laster verfallen ist, wenn man so sagen darf, der aber schön brav aus dem Lokal hinausgeht, um zu rauchen, also schon dem Gesetz eigentlich entspricht, wie es hätte kommen sollen im Mai, und dem Volksbegehren entspricht, aber heute dann draußen erwischt wird mit dem Zigaretterl in der Hand, so wie auch der Herr Bundespräsident. Ja, also es ist nett, wenn Sie mich mit dem Bundespräsidenten vergleichen. Was man sieht an der Tatsache, dass auch ich hin und wieder rauche, ist, dass Rauchen eine Sucht ist, dass man davon nicht leicht wegkommt und dass ich hoffe, dass junge Menschen nach Möglichkeit gar nicht anfangen zu rauchen und die gar nicht in die Situation kommen, dass sie dagegen ankämpfen müssen. Und Sie wollen sich's abgewöhnen? Jedenfalls, ja, selbstverständlich, ich bin dabei, es mir abzugewöhnen. Jedenfalls ist Rauchen schädlich, es schadet auch mir und es schadet jedem Raucher. Wir wissen, dass eine Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von schweren Krebserkrankungen, fast alle Lungenkrebserkrankungen durch Rauchen hervorgerufen werden. Und leider haben wir in Österreich relativ viele Menschen, die regelmäßig rauchen, ca. 25% der Bevölkerung, und eine sehr hohe Anzahl an Frauen, die rauchen. Und man sieht es auch an der Statistik, dass die Häufigkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, auch bei Frauen im Ansteigen begriffen ist. Das heißt, wir müssen alles tun, um diesen Prozentsatz zu senken und insbesondere um junge Menschen so weit aufzuklären, dass sie gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Herr Präsident, ich verrate Ihnen hoffentlich kein Geheimnis, weil Sie sind ja Mediziner. Jedes Leben führt zum Tod. Und am Ende unseres gesamten Lebens mit all seinen Einflüssen und all unseren Gefahren steht der Tod. Das gehört zum Leben unter ein paar dazu. Sie haben vollkommen recht und ich respektiere auch Ihre medizinische Expertise. Ist unbestritten. Rauchen ist ungesund. Es ist im Übrigen auch ungesund, ohne Kondom Sexualverkehr auszuüben. Es ist auch ungesund, Schweinsbraten viermal in der Woche zu essen. Es ist auch ungesund, keinen Sport zu betreiben. Es ist sehr vieles ungesund, was unser tägliches Leben umgeht. Es ist auch sehr ungesund, auf der A2 den Diesel in die Luft zu jagen oder mit dem Flugzeug zu fliegen, wie wir von der CO2-Bilanz halten. Es ist aber nun mal unser zivilisatorisches Leben. Und was das Rauchen betrifft, als Genussmittel, im Übrigen auch wie Alkohol, auch sehr ungesund, ist es ein Genuss und natürlich nicht ungesund. Ja, also eine katholische Einstellung, die Sie haben, in der Fastenzeit nicht. Das ist eine rein medizinische Einstellung. Sonst 2 Promille. Aber jetzt zurück. Ich sage Ihnen Folgendes. Es ist ein Genussmittel, es ist ein Suchtmittel, es ist ein Kulturmittel, es ist, wird seit Jahrtausenden im Übrigen geraucht, seit Jahrtausenden, in verschiedensten Kulturen. Es ist noch immer meine persönliche Entscheidung, weil mein Leben ist in guten Händen in meinen eigenen, zitiere Sir Peter Ustinov, ob ich rauche oder nicht. Und wir haben in Österreich eine gesetzliche Regelung, wo es strikte Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereichen gibt und Wahlfreiheit. Und ich würde mir als Raucher niemals erlauben, in ein Nichtraucherlokal zu gehen und dort eine Zigarette anzuzünden. Ich ärgere mich aber über jeden Nichtraucher, der in ein deklariertes Raucherlokal hineinkommt und sich dann ärgert, dass er dort raucht. Das ist ungefähr so, wie wenn einer in die Dominikanische Republik fährt und dann sagt, es ist warm. Ja? Also diese Idiotie und Heuchelei und Dummheit, die auch diese Diskussion hier auslöst, und im Übrigen, Sie haben ja eifrige Unterstützer, Christian Kern, ein großer Unterstützer der direkten Demokratie. Voriges Jahr hat er noch 540.000 Unterschriften beim CETA-Volksbegehren abgemurkst, und zwar über Nacht. Die hat er negiert. Aber jetzt im Parlament, alle sind zu direkten Demokraten in diesem Land geworden. Das Originelle, Herr Grossi, Sie sind ja nicht Raucher. Ich bin Raucher. Ich rauche Pfeife, ich rauche Zigarre und ich rauche Zigarette. Wenn man bei Ihnen im Studio nicht rauchen darf. Wenn man bei Ihnen im Studio nicht rauchen darf. Das Einzige, was ich
nicht rauche, ist Haschisch. Also wir haben einen Raucher, der sozusagen klar für eine weitere Raucherlaubnis in der Gastronomie eintritt. Für eine klare Trennung. Und wir haben einen Gelegenheitsraucher, der gern zu rauchen aufhören würde, der Kopf des Anti-Raucher-Volksbegehrens ist und damit derzeit ein bisschen sowas wie der Held der Nation, weil er 430.000 Unterschriften gesammelt hat. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind dann sofort wieder zurück mit der spannenden Frage, was wird denn jetzt werden? Wir haben heute dieses Pro-Raucher-Gesetz im Parlament gehabt. Bin gespannt, wie es der Herr Groß beurteilt. Sie wollen das unbedingt kippen durch eine Volksabstimmung. Übers Rauchen diskutieren wir darüber, wie es weitergeht in diesem Land mit diesem dramatischen, spannenden Raucherstreit. Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Bei uns heute zu Gast die beiden Kampfhähne des Tages, der Wutblogger schlechthin, Gerald Gross, früher BZÖ-Mandatar, wortgewaltig im Parlament, sehr engagiert politisch, und Ärztekammerpräsident Sekeresch. Herr Professor, Sie sind derjenige, der dieses Anti-Rauch-Volksbegehren in die Gänge gebracht hat. Hätten Sie sich gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt? Und hätten Sie dann, als es so gut gelaufen ist, erwartet, dass die Regierung heute derartig brutal über Sie drüberfährt und dieses Rauchergesetz mit aller Brutalität beschließt? Wie sehen Sie denn dieses Pro-Rauchergesetz, das heute im Parlament war? Es wurde 2015 ein Rauchverbot beschlossen, das mit 1. Mai dieses Jahres in Kraft treten hätte sollen, ein Rauchverbot in der Gastronomie. Das ist schon relativ spät gekommen, weil in den meisten anderen europäischen Ländern so ein Rauchverbot bereits existiert. Und es tut uns aus gesundheitspolitischer Sicht leid, dass dieses Rauchverbot jetzt gekippt wird. Und wir hoffen, dass wir durch die direkte Demokratie, zu der sich ja die Regierung bekannt hat, die verantwortlichen Abgeordneten und Politiker zu einem Umdenken motivieren können. Dieses Rauchgesetz, Pro-Rauchergesetz, das heute beschlossen worden ist, ist in Ihren Augen ein Skandal oder hat das auch ein paar gute Dinge? Wie sehen Sie das? Ja, wenn mehr Prävention beschlossen wird und ich glaube, die Absicht besteht, dann ist das gut. Also zum Beispiel ein Rauchverbot in Autos, wenn Kinder mitfahren, oder ein Verbot, dass sich Jugendliche in Räumen aufhalten, wo geraucht wird. Man muss Jugendliche und Kinder vor den Schaden des Rauchens schützen. Wenn das passiert, dann ist es zu begrüßen. Aber prinzipiell wissen wir, dass ein Rauchverbot in der Gastronomie relativ bald zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung führt. Und deshalb sind wir für ein Rauchverbot in der Gastronomie. Übrigens haben wir dieses Volksbegehren gemeinsam mit der Krebshilfe gestartet und werden von einer Reihe von Fachgesellschaften unterstützt. Wir haben einstimmige Beschlüsse in allen Gremien der Ärztekammern, die das gesamte politische Spektrum abdecken. Also es geht hier nicht um eine parteipolitische Intention, sondern um eine rein gesundheitspolitische, die Absicht, die Menschen möglichst gesund zu halten. Herr Groß, wie sehen Sie dieses Gesetz? Sie hätten ja zugestimmt, nehme ich an, aber ist das nicht kurios, wenn eine Partei, nämlich die ÖVP, ein Gesetz sozusagen zurücknimmt, das sie gerade selber beschlossen hat? Das ist die Idiotie von politischen Abläufen. Ich nehme an, im ÖVP-Club wird Konrad Adenauer in diesen Stunden zitiert. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ich gebe Ihnen recht, dass das nicht unbedingt charmant ist und auch nicht gegenüber jenen, die sich auf politische Entscheidungen in diesem Land verlassen wollen. Ich erinnere Sie, Herr Präsident, die österreichischen Gastronomen haben mehr als 120 Millionen Euro investiert, um klare Nichtraucher- und Raucherbereiche in ihren Lokalen zu machen. Die wären, wenn es zum Rauchverbot verkommt, durch den Kamin als weißen Rauch geschossen. Erstens. Zweitens, Sie sprechen davon, dass die meisten europäischen Länder ein Rauchverbot hätten. Es ist die Hälfte
um Ihnen mathematisch auf die Sprünge zu helfen, die ein Rauchverbot haben. Im Übrigen drei deutsche Bundesländer. Die österreichische Bundesregierung will das Berliner Modell umsetzen. Das impliziert, dass es in Berlin Rauchen erlaubt ist und nicht, wie hier in österreichischen Medien getan wird. Also wir sind in Österreich nur mehr der Aschenbecher Europas und überall anders fahren wir in Nichtraucherparadiese. Also das ist auch Hanebüchern. Und ich sage Ihnen Folgendes, es wird jetzt, das Volksbegehren ist ein Erfolg, das gestehe ich zu, 440.000 jetzt da, wenn es zu Eintragung, ich nehme an, es geht noch 3 Wochen, es werden sicher 500.000, 600.000, werden noch bevor das Volksbegehren das überhaupt gestartet hat, ja. Genau. Das heißt, da kommen noch einmal Hunderttausende dazu. Ich bin auch der Meinung, es könnte mit dieser Begleitmusik auch der politischen Parteien, der Medien, der bösen Medien, nein, bis auf UE24, Herr Fellner, könnte es durchaus sein, dass es das Konferenzzentrum, die Volksbefragung Konferenzzentrum schlägt, um Längern. Nur jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ich bin der Meinung, wenn die Bundesregierung gescheit ist, dann führt sie dieses Volksbegehren dem österreichischen Parlament zu. Diese Berechtigung hat das Volksbegehren schon, also die 100.000 Marke ist bereits längst überschritten. Und wenn die Bundesregierung noch gescheiter ist, dann macht sie eine Volksabstimmung. Und sie macht es am gleichen Sonntag, indem sie in Österreich auch eine Volksabstimmung darüber verordnet, ob wir in Zukunft noch GIS-Zwangsgebühren für den ORF zahlen sollen oder nicht. Mhm. Und dann wünsche ich allen viel Spaß. Ja, und Sie sind ja der Meinung, dass so eine Rauchervolksabstimmung nicht unbedingt gegen das Rauchverbot in der Gastronomie ausfallen müsste? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass es in Österreich, ich akzeptiere die Argumente und ich bin ja nicht der Feind meines eigenen Körpers, auch ich weiß, dass Rauchen, das wenig Sport, das zu fettes Essen, dass das ein Schaden für den Körper ist, für die Arterienablagerung. Sie möchten auch niemandem anderen Schaden zufügen. So ist es, deswegen sage ich auch Wahlfreiheit. Und Sie wissen ja auch, dass diese Trennung in den Lokalen nicht gut funktioniert. Die wird funktionieren müssen. Und man hätte schon längst ein Verbot aussprechen müssen, dann hätten sich die Wirte, die 120 Millionen erspart. Herr Präsident, das Problem ist, wenn wir alle singen, sind wir ein Chor, aber keine Diskussion mehr. Aber ich sage Ihnen, gut, wenn der Schiedsrichter das freigibt. Schiedsrichter gibt frei. Aber ich sage Ihnen Folgendes. Ich glaube, wir leben in einem freiheitlichen Rechtsstaat, wo die Freiheit des einzelnen Menschen dahingehend garantiert ist, dass die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Genau, dort endet es. Daher bin ich der Meinung, es muss klare Nichtraucher- und Raucherbereiche geben und es muss die Wahlfreiheit des Wirten geben, des Gastronomen geben, ein Raucherlokal zu führen oder ein Nichtraucherlokal zu führen. Und dann entscheidet der freie Markt, dann entscheidet der Konsument und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Also wir wissen, der Nichtraucher wird ins Nichtraucherlokal gehen und der Raucher wird ins Raucherlokal gehen. Ganz einfach ist aber die Geschichte. Aber wir wissen natürlich schon, dass dort die Türen offen stehen bleiben in diesen Raucherlokalen, also die geschlossenen Türen im Nichtraucherbereich. Herr Fellner, sind Sie Raucher? Nein, ich bin nicht Raucher. Okay, aber Sie werden auch gezwungen, wenn Sie durch den Graben gehen, hinter einem Raucher herzugehen. Und diese Belastung ist dann genauso hoch. Dann müssten wir konsequenterweise das Rauchen in ganz Österreich und zwar für alle ein für alle Mal verbieten. Es gibt es im Übrigen. Haschisch kann man auch nicht rauchen. Nein, also übertreiben soll man es nicht. Aber was nicht stimmt, ist, dass diese Trennung gut funktioniert. Es ist gestern eine Studie publiziert worden, die besagt, dass die Luft natürlich auch im Nichtraucherbereich in Lokalen, wo geraucht wird, schlecht ist, belastet ist. Hundertmal die Tür auf und der arme Kellner bzw. die Lehrbuben und Lehrmädchen, die leiden natürlich auch besonders. Sie sagt, die Luft in Schwechat schlecht. Ja. Sie sind der Meinung, und das bringt Sie ja in einen klaren Zwiespalt zum Herrn Präsidenten, Sie sind der Meinung, kommt es zu einer Volksabstimmung, dann schauen Sie sich das an und Sie glauben, die Gastronomen und die Raucher gewinnen. Ich kenne sehr viele Raucher, die für das Volksbegehren sind. Ich kenne ebenso viele Nichtraucher, die gegen das Volksbegehren sind. Nichtraucher, die sagen, die persönliche Freiheit, die Freiheit des Wirten bei klarer Trennung ist ein hohes Gut. Und ich glaube, dass es in Österreich eine Mehrheit gibt, der die Verbotspolitik bei jedem Problem, das die Politik nicht lösen kann, sofort nach einem Verbot zu schreien, dass die meisten die Schnauze voll haben und dass bei einer Volksabstimmung es zu einer Mehrheit jener kommt, die die persönliche Freiheit höher achten als die allgemeine Verbots- und Prohibitionspolitik, die wir die letzten Jahre in allen Bereichen, Redeverbote, Denkverbote, Rauchverbote, Dieselverbote, Fahrverbote, es wird alles noch mehr verboten. Machen wir doch Schnacksen eine Abstimmung wird auch noch verboten. Schauen, bravo. Schauen wie es ausgeht. Vieles von dem, was Sie aufgezählt haben, schädigt natürlich niemanden anderen, wie in einem Raucherlokal, wo auch Nichtraucher geschädigt werden.
Und ich bin sehr dafür, dass wir so eine Abstimmung machen und dass die Menschen darüber entscheiden, was sie wollen. Sie sind ja der Meinung, es sollte dann auch gleich noch eine ORF-Volksabstimmung dazu Wenn geben. Wenn die Regierung ein wenig von Vernunft gestreift ist, dann sollte sich der Herr Vizekanzler Strache und der Herr Bundeskanzler zusammensetzen und auch gleichzeitig die Abschaffung der GIS, der ORF-Zwangsgebühren, einer Volksabstimmung unterziehen. Da prophezeie ich Ihnen heute 90% für die Abschaffung. Damit kann auch niemand mehr sagen, Österreich ist urbanisiert, weil dann hat die österreichische Bevölkerung dieses Politmoloch auf jenes Maß wieder zurechtgestutzt, wo es Objektivität und Rechtsstaatlichkeit Aber heißt. Aber Sie erlauben mir schon, dass wir uns als Ärztinnen und Ärzte auf Fragen zurückziehen, die etwas mit der Gesundheit zu tun haben. Sie sollen ja wohl auch die GIS-Gebühr. Und die anderen Fragen... Das würden Sie gerne machen. Für die GIS-Gebühr sind Sie oder gegen? Ich bin eigentlich dafür, weil ich glaube, die eine oder andere Sendung macht Sinn, die man nicht produzieren könnte ohne Unterstützung. Über das Volksbegehren. Ja. Die Berichterstattung über das Volksbegehren geht durch alle Medien, ja, aller politischen Ausrichtungen. Und auch die Ärztinnen und Ärzte, die das beschlossen haben, dass wir so ein Volksbegehren durchführen, sind so breit aufgestellt, dass sie alle Parteien abdecken. Haben Sie mit so einem Medienecho gerechnet? Nein, wir haben weder mit dem Zuspruch noch mit dem Medienecho gerechnet, um ehrlich zu sein. Haben Sie damit gerechnet, dass das so eine politische Geschichte sein wird? Auch nicht. Wo sich dann die SPÖ auf Sie draufsetzt? Sie sind ja auch ein sozusagen sehr SPÖ-naher Ärztekammerpräsident, ich war wenn auch kein SPÖ-Mitglied mehr, weil Sie sind rausgeflogen, glaube ich, oder freiwillig ausgetreten. Aber haben Sie damit gerechnet, dass das politisch so instrumentalisiert werden wird? Die Frage ist keine parteipolitische. Und auch die SPÖ ist mitschuld, dass es nicht schon längst ein Rauchverbot in der Gastronomie gibt. Das hätte man ja schon vor Jahren beschließen keine können. Keine parteipolitische, da glaube ich, geht Ihnen jetzt das Geimpfte auf, oder? Schauen Sie. Sie können nicht die Politik ablehnen, wenn Sie ein politisches Instrument in Kauf nehmen. Sie haben initiiert eine politische Debatte und mit dem Volksbegehren initiieren Sie eine politische Debatte von Gesetzes wegen im österreichischen Parlament. Sich jetzt davon der Politik zu verabschieden, ist auch Nein, eine ich Bühne. Verabschiede mich von der Parteipolitik, naja, weil Rauchen schädigt alle. Was sitzt Rot, im Schwarz, ja, Blau, sitzt Grün, im Parlament? Alle werden geschädigt. Parteien sitzen im Parlament. Alle Abgeordneten, ja, wenn sie rauchen, die führen sich so Schaden zu. Und das hat nichts mit der Ideologie zu tun. Ja, das aber, ist eine rein gesundheitspolitische aber natürlich Frage. Natürlich ist es eine politische Debatte geworden, wo sich Grüninnen, Neos, SPÖ, alle die offene Rechnungen mit der österreichischen Bundesregierung, mit der neuen haben, haben jetzt die direkte Demokratie für sich entdeckt. Das ist nicht unsere entdeckt. Motivation. Und alle gewesen. Schreiben ihre Mitglieder an, der Herr Kern und alle, bitte unterstützt doch aufrechte Sozialdemokraten Nein. dieses Volksbegehren gegen die Regierung. Nein. Glauben das war Sie nicht mir, unsere Ihre Motivation. Anhänger, vor allem in der Politik, denen ist die Gesundheit der Österreicherinnen schnurzegal. Ich hoffe, dass das keinem Politiker die Gesundheit der Österreicherinnen wurscht ist, auch egal von welcher Partei. Und unsere Motivation war es, den Gesundheitszustand der Menschen zu verbessern. Wir hatten nicht Sie die Absicht, vertreten ein hehres Anliegen. Wir Vergeben hatten Ihnen recht. Nicht die Absicht, die Regierung zu quälen bzw. die SPÖ zu unterstützen, ganz und gar nicht. So, was passiert? Meine Damen und Herren, das war eine spannende Runde. Wenn Sie diese Diskussion interessiert. Morgen gibt es sie in noch größerer Länge. Morgen diskutiert eine große Runde auf ORF24 über dieses neue Rauchergesetz. Ich sage jetzt einmal Dankeschön. Dankeschön an den Helden des Tages, muss man trotzdem Danke für sagen. Die Einladung. Den Ärztekammerpräsidenten Sekeresch, der dieses Volksbegehren zustande gebracht hat und da jetzt Richtung 1,5 Millionen Unterschriften wandert. Das hätten sie sich nicht träumen lassen, als sie zum ersten Mal bei mir im Studio waren. Und ein Dankeschön an den Blogger des Tages, Herrn Gross, den, wenn Sie ihm folgen wollen, auf welcher Adresse? www.facebook.com Gerald G. Gross. Gerald G. Gross, weil es gibt ja mehrere Gerald Gross, aber Gerald G. Gross, das ist der Wutblogger. In diesem Sinne, Dankeschön, wir gehen in eine kurze Werbepause und sind dann gleich mit einem ganz besonderen Gast zurück. Sie kennen alle Arni, Sie kennen alle unseren Schwarzenegger und dessen Sohn ist in der Stadt und gleich nach der Werbepause bei Fellner Live zu Gast. Patrick Schwarzenegger kommt.